Ja, okay, und zwar, wir möchten den natürlich gerne als bewegliche Kugel haben. Das ist eine plus 3. Und ich glaube, sonst brauchen wir nichts, richtig? Na, du musst halt noch die Zeit vorher ansagen. Achso, nicht bei beweglicher. Kosten müssen nicht vorher festgelegt werden, steht hier. Muss man fünf Flammen immer anfeuern, Ja, der ist dann aufrechterhalten. Okay. Ich habe doch die Variante vor mir, Holbrook. Okay. Meine, das ist eine plus 3, habe ich jetzt nicht hineingetragen. Ja, das ist ein bequemes Licht, denke ich. Ja, gut. Und dann hat einer HP pro 5 Minuten ist geschenkt. Also gut, wir hören ja schon auf zu fragen. Ich wollte nur sagen, er sieht nicht gut aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Tee von uns bekommen, aber wir lassen euch ja in Ruhe. Glaubt mir, dies ist einer seiner besseren Tage. Gehen wir. Verzaubert uns nicht mit dem Licht. Nee, das. Ich lasse das Licht daneben auf in den Schacht runterschweben. So klettert ihr runter. Ja, ich glaube, auf eine obligatorische Kletternprobe verzichte ich einfach mal. Die Stufen sind kalt, nass und ja, gerade wenn dann der Schacht offen schon steht, ist es auch noch relativ windig von dort unten nach oben. Und es stinkt nicht so sehr nach Stollen, sondern vor allem nach Verwitterung, nach alten Bauwerken. Und wenn ihr dann grob 10 Schritt nach unten geklettert seid, könnt ihr im Schlamm stehen, ungefähr bis zum Knöchel führend. Viele ja, alte Steine, die da neben euch aufragen, vielleicht ehemalige Wände oder Bauwerke, die. Es ist keine Straße, da müsste man sich tatsächlich an vielen verschiedenen eingestürzten Rissen und Wänden vorbeischieben, mal drunter durch, mal drüber weg, irgendwelche Holzbalken, die vermodert sind und dann nachgeben, wenn man sie berührt. Also, das ist tatsächlich ein Labyrinth. Auch wenn es kein Bergwerk ist, Hast du nicht gerade sondern. eben noch gesagt, es wäre keins? Ja, es ist kein Bergwerk. Es ist egal, Es ist es ist halt Er hat nicht gesagt, ist Bergwerk. unter der Also, Erde. Es ist ein unterirdisches Labyrinth. Es ist exakt. Du durftest ja mit einer plus 5 würfeln. Ja. Nun, ich würde vorschlagen, wir machen Zeichen an den Wänden, damit wir uns nicht hören. Eine hervorragende Idee. Naja, ich habe gehört, man muss einfach immer nach rechts gehen. Nun, das funktioniert nicht immer. Nun, es gibt in der Tat Labyrinthe, die sind dafür ausgelegt, einen im Kreis zu führen, wenn man immer nach rechts oder immer nach links geht. Naja, aber wenn ich immer meine Hand an der rechten Wand habe, dann komme ich irgendwann raus. Oder ihr lauft im Kreis. Richtig. Nein. Lass uns Oder. Zeichen machen. Ja, wir marschieren einfach drauf los und machen Zeichen. Warte, wem machen wir die Zeichen? Machen wir die mit Kreide? Oder ich habe unsichtbare Kreide. Ja, wahrscheinlich mit Das Kreide. hilft ja richtig gut. Nee, mit normaler Kreide oder Kohlestift und sowas. Vielleicht lieber doch mit einem Messer unter in den reinritzen. Wenn du zu viel Zeit hast. Es ist Holz! Ja. Hast du überall um uns nach Holz? Okay, Also, bleibt die Frage. ab und zu ist ja Holz, hat Frosty gesagt. Ja, ab und zu ist wirklich vermodertes Holz. Ne? Also da kannst du auch mit dem Finger reintippen, ne? Dann tippst du eigentlich durch. Ah, das war etwa meine Vorstellung der Sache. Oder willst du jetzt langlaufen mit ausgestrecktem Arm und einfach einen Strich die Wand lang ziehen? Weil das sehe Nein, ich, aber hin es ist und schon ein wieder bisschen. an Kreuzung, wenn ich an Kreuzungsbereiche komme, irgendwie ein Zeichen machen, dass ich da Also, schon mal war, wo ich jetzt hin will. wenn's Naturstein ist. Kannst du mit dem Dolch lang kratzen oder was? Ja. Es ist kein Naturstein, auch wenn die Natur hier sich viel zurückerobert hat, aber das ist schon ein verarbeiteter Stein. Das dachte ich mir fast schon. Deshalb habe ich es auch nicht Ich angebracht, würde ja aber ja. Zeichen an Kreuzung machen zum Beispiel. Ja. In die Richtung zeigen, wo ich lang gehe und wo ich herkomme. Punkt und mit einem Richtungspfeil. Ihr dürft mir gerne eine Gassenwissen plus 10 oder eine Bergbauprobe mit Talentspezialisierung unterirdische Labyrinthe würfeln. Oder Bauwerke plus 10. Warte, eine oder alle? Ihr dürft mir alle eine Probe dazu werfeln. Hilft mein innerer Kompass mir Dein hier? innerer Kompass hilft dir auf dem Rückweg, aber nicht auf dem aktuellen. Ich meine, selbst auf dem Rückweg ist nicht so, ich wollte zu wissen, wo Norden ist. Oh, beinahe! Siehst du das? Wäre ja auch nur gelungen. Achso, plus 10, ja. Mit der plus 10 wäre es gelungen. Also, Beinahe. meins wäre gelungen. Ich meine, Boltax ist Meins ist natürlich auch der. gelungen. Ich sagen, Boltax ist natürlich der Bergführer.
Ja. Kann, und kann meine Strategie einfach mit einer Wand an die rechte Hand, also meine Hand an die rechte Wand zu machen und zum Erfolg führen, auch wenn sie dumm ist? Abel, mir ist einfach zu sehr abgelenkt von den, wenn es tatsächlich das alte Nebachrot ist, dann wandelst du ja auf den Spuren der Bosbaraner. Damals, als ihr die Welt erobert habt, habt ihr Nebachrot eingerissen, was natürlich auch ein großer Meilenstein war und dann eben Perikum neu aufgebaut, ne? Ich würde mal gucken, ob es da irgendwelche altertümliche Schriftarten an den Wänden gibt. Ja, eine ganze Menge. Also du lässt dich eben auch ablenken, ne? So uralte Pumpen und Schleusen, die du hier erkennen kannst, wie das Wasser hier wohl irgendwie abgepumpt worden ist. Klar, das war auch damals schon der alte Hafen. Du siehst hier irgendwie zwei parallel verlaufende Rinnen. Das ist schon die ganz alte Kunst. Und das kann mit der aktuellen Kunst wohl auch mithalten. Also damals, die Bosbaraner, wenn das muss über 1500 Jahre alt sein, dass die das damals schon wussten, so ausgeklügelt, das ist genial. Also ich entferne mich immer weiter von der Truppe. Ich bin irgendwann am Ende der Gruppe. Wahrscheinlich so 10, 15 Meter hinter der Gruppe wahrscheinlich. Ich hab eine Fackel. Mir kann nichts passieren. Ja, du kannst auf alle Fälle dich von der Gruppe lösen und verschwindest in den Katakomben. Nee, von also nicht so, dass ich sie nicht mehr sehen kann. Auf Neugier, Selbstbeherrschung plus Neugier. Und der Wart nie wieder gesehen. können wir jetzt einen besseren Charakter kriegen? Vielleicht einen Weißbart, ja? Sekunde. Neugier habe ich Neugier 7. Klugheit plus 7 halt. Selbstbeherrschung plus 7. Okay. Das packst du. Ja, Rafim, du versuchst dich selber so ein bisschen, auch gerade mit diesen engen Rissen, ist das auch überhaupt nicht so deins, aber du bist selbstverständlich die Unterwelt gewöhnt, hast du doch damals selbst in der Alpha dort gewandelt, bis dann einige Kratzer deine Intuition ansprechen. Du kannst dich ein bisschen abknien, das sieht wohl aus wie so ein Wegstein, der hier auf einer alten, zugewucherten Straße, natürlich alles matschig, er ragt hier so ein bisschen nach oben und du... Sieht wohl so ein bisschen aus, als würde hier ein Speer sie damals hineingeritzt haben in diesen Wegstein. Intuitiv spürst du dich davon angezogen. Also Oberinquisitor, dieser Stein spricht zu mir, das würdest du doch auch so sagen, oder? Nun, wenn ein Stein zu dir spricht, ist das immer eine gute Sache aus Sicht jedes anderen Zwerges. Wenn er dir gefällt, nimm ihn mit. Nein, ich glaube, das ist der richtige Weg. Abel, mir hör auf die Wand da vorne an. Nun warte doch einmal. Du musst das nicht abhausen, Abel, mir. Du sollst doch nicht die Wand anlecken. Was machst du denn da so nah dran? Leck doch nicht die Wand an. Ich schau mir sie genau an. Hier gibt es so viel zu entdecken. Und hier hätten wir durch die Gänge durch. Da hinten ist ein Felssturz. Und wir sollten die Wände hier nicht zu sehr anfassen, denn ansonsten kann uns das gleiche Schicksal blühen. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Ich habe sie untersucht und nicht angefasst. Das ist ein großer Unterschied. Naja, dein Gesicht war schon sehr nah an der Wand, also... Ja, die Schriftzeichen sind hier sehr fein. Also hier in Höhlen würde ich schon auf den Zwergen hören. Ich meine, das ist ja schließlich sein Fachgebiet. Ja, richtig. Boltax, schau dir mal meinen Stein an. Das ist doch der richtige Weg, oder nicht? Ja, das ist der richtige Weg. Ja, hab ich doch gesagt. Sag mal, hier unten ist prinzipiell feucht, oder? Ja, vor allem, der Boden ist matschig bis zu den Knöcheln und alles ist sehr glitschig, matschig. Wenn das Wasser hier irgendwie reingelaufen ist, das kann hier auch nicht wegtrocknen, also es stinkt auch nach Schimmel. Ich halte, wenn wir gehen, ab und zu mal Ausschau nach Tanken. Wirst du finden. Fuck. Immer mal wieder nichts wirklich Zusammenhängendes. Das ist ja auch deine größte Furcht. Du kannst auch keine Holzstöcke oder Hörner erkennen, die da hochwuchern. Aber Tang wirst du hier eine ganze Menge finden. Okay, aber immerhin, weil wenn es hier feucht ist, kann hier immerhin kein dehydrierter Ulchuchu rumhängen. Nein. Das ist schon mal gut, weil die schrumpfen ein und das ist schrecklich. Ja. Boltax, auch dieser Stein, du findest nicht nur den Stein, den Rafim dir eben gezeigt hat, sondern ungefähr 50 Meter die zugebrochene Straße weiter, kannst du einen weiteren Stein finden, der ebenso als verwitterte Säule nach oben steht. Und du fühlst dich ebenso intuitiv von diesem Steinbrocken angesprochen, aber anders als Rafim verspürst du so eine Art Furcht davor. Keine Angst, sondern einfach eine gesunde Furcht. Und du hast zwar nicht so sehr viel mit Waffen zu tun, aber vielmehr mit Steinen. Das, was eben die Zwerge in die Wiege gelegt haben.
Und es wirkt auf dich so, als, ja, Rafim hatte das ja auch schon gedeutet, dass es wie ein Speer reingeritzt wurde. Kannst aber nochmal auf die Waffe blicken, die Rafim auf seinem Rücken trägt. Mhm. Sieht die so aus? Ja. Als hätte hier jemand vielleicht, also Stein lässt sich leicht schneiden, wenn man weiß, wie es geht, gerade mit einem Druidendolch, aber es erinnert dich so, als würde hier wie durch Butter geschnitten worden sein, wie mit einer Waffe aus Titanium. Ich würde gerne eine Feuersteinbearbeitung mal machen, um mir die Kanten des Steines genauer anzuschauen. Eigentlich wäre das Steinmetz. Ich kann auch Steinmetz machen. Du darfst auch Feuersteinprobe machen, glaube ich. Auch keine Erschwernis. Nice. Dann sind das 7 über. Ja, du kniest dich so ein bisschen ab in diesen Schlamm, fährst mit deinem Finger durch die Rillen und er schneidet dich. Wenn du dir deinen Finger anguckst, kannst du sehen, es gibt da wohl 4 Rillen, also brutal scharf, trotz dessen, dass es hier alles wittert. Und die Schneide hat nicht nur mit einer Schneide zugehiebt, sondern mit 9 Schneiden, die irgendwie ist. Du kannst es nicht ganz fassen, aber dieser Stein hat Rillen im Schnitt. Unendlich feine Risse oder Linien. Rafim, schaut euch das mal an. Die Rillen hier in diesem Stein. 9 an der Zahl und. Ja, das ist ein beglücksbringender Stein. Müsst ihr wissen. Geh mal ein Stück weg und guck, ob sie irgendwie eine Art Symbol darstellen, diese Rillen. Oder. Also so 2, 3, 4 Schritt entfernt. Und mir mal das Gesamtbild angucken und wo. Ja, dann gib mir mal eine. Ich überlege gerade Sinnesschärfe. Fällt euch was Besseres ein? Kommt drauf an, was das ist. Ja, Gesteinskunde, Götterkulte. Götterkulte, genau. Ja, Götterkulte. Eher eine Götter- und Kulte-Probe plus 15. Wow. Hab ich dann. Mir, du bist unser Klugheitscharakter. Wenn du das nicht kannst, wer dann? Kann ich Urtulam? Für Rafim ist es nur eine Probe plus 8. Urtulamitische Kulte zählt? Ja. Jetzt stellt sich raus, dass ich Götter und Kulte leider. Oh mein Gott, ich schaff das tatsächlich. Ja, ihr habt es beide geschafft. Wenn ihr euch mit dem Sinn von Boltax weiter und weiter tastet und dann 9 Stelen gefunden habt, die euch vielleicht sogar den Weg leiten, dann stellt ihr bei jedem dieser Säulen fest, dass, ja, das sind nicht einfach nur Schnitte, das ist eine Schrift, die hier wohl reingeschrieben worden ist mit einer Titaniumklinge. 9 Säulen, 9 zackige Schriftzüge. Das sind Chorsäulen. Es gibt eine uralte Sage, die, ja, ihr vielleicht mal in einem Tempel gehört habt. Vor allem bei Romulus, dass die alten Bewohner von Nebachoth, als das Ganze gefallen ist, als sie von den Bosbaranern geschlagen worden sind, als die Posaunen klangen und die Wände einstürzten. Rondra schickte den Besiegten ihren Sohn Kor, um die Bedingungen zu diktieren, welche Nachfahren oder wie die Nachfahren von Nebachoth Vergebung vor ihr finden können, damit sie dann die Löwenburg aufbauen dürfen. Der wortkarge Kor soll jedoch die Bedingungen in Steine eingeritzt haben. Sie in die Erde gestoßen haben, wo sie bis zum heutigen Tage stehen. Freunde, wir stehen hier vor einem bedeutsamen Artefakt, einem geschichtlichen Relikt. Nun, das sind Steine immer. Dies sind Chorsäulen. Oh, ihr habt sie auch erkannt. Oh, aber mir. Nun ja, ich beschäftige mich viel mit der Vergangenheit. Ey, aber dass ihr auch mal was Wichtiges lest, ist ja mehr als überraschend. Ich lese immer wichtige Sachen. Ja, lass uns einfach an dieser historischen Begebenheit erfreuen und weniger über deine Interessen reden. Was können wir denn jetzt damit machen, wenn es Chorsäulen sind? Und sie sind immer noch messerscharf. Ich weiß nicht, vielleicht will Rafim dort etwas Blut opfern, immerhin ist es ja sein Gott. Ein hervorragender Vorschlag. Wie weit sind diese Säulen auseinander? Also die sind immer ganz grob 50 Schritt
vielleicht sogar 49 Schritt voneinander entfernt. Und ja, wenn du möchtest, könntest du an... Also die sind nicht ringförmig verteilt, sondern sie haben so ein bisschen als Magnet gewirkt und euch durch diese Straße gezogen. Durch deinen inneren Kompass weißt du natürlich noch, wo der Einstieg zu finden ist, aber ihr seid jetzt sicherlich schon 500, 600 Meter durch die Unterwelt von Nebachrot gewandelt. Abelmir, ich muss mir eben deine Fackel leihen. Ja, hier. Ich zünde meinen Magierstab anzünden, die werden wissen. Ihr seht auf einmal, wie Rafim anfängt loszulaufen in der Richtung, aus der wir gekommen sind. Und zwar möchte ich zur allerersten Säule zurücklaufen und jetzt bei jeder einzelnen Säule anfangen, Blut zu opfern. Ich würde dir mal probieren, diese Sprache zu lesen. Also ich würde sagen, ich würde 9 Punkte opfern. Ja, okay. Ein Lebenspunkt auf 9, jeder Säule. 9 SP finde ich gut. Ich bin schon der Meinung, sollte 1W20 sein. Ich mache auch 1W20. 9W6 könntest du auch machen. 9W6. Warte mal, 9W6. Ja komm, es ist Chor. Warte mal. Gleichen wir die Chancen aus. Es sind nur 20 LEP, aber Chor liebt es. Ja, ihr seht auf jeden Fall, wie Rafim wieder zu euch stößt. Seine ganzen Arme sind komplett vom Blut durchstoßen. Durch seinen rechten Arm steckt scheinbar auch sein Opferdolch und er reißt ihn gerade bei der letzten Statue wieder raus. Ihr seid ja noch hier. Ist das wirklich die Basis der Entscheidung, die jemals jemand getroffen hat? Als du den letzten Blutstropfen auf die letzte der neuen Statuen niederfallen lässt, da könnt ihr wohl weitere 100 Schritt weiter die Straßen entlang oder die Ruinen entlang ein Blitzen erkennen. Der Mitleidlose erwartet von uns Opfer, also marschiert. Ich habe diese Schrift noch nicht vollständig durchgelesen. Warte einen Moment. Rafim hat gesprochen. Also du merkst auch, Rafim zieht seine Waffe, trägt die Fackel in den anderen und geht weiter. Wenn du stehen bleibst, stört ihn nicht. Ich würde Rafim selbstverständlich begleiten. Ich würde aber auf unserem Weg darauf achten, du hast ja gesagt, hier ist eine sehr humide Umgebung, dass wir nicht in irgendwie Effortmoos oder so reintreten. Denn das wäre ungesund. Also Moos oder Algen wirst du hier immer mal wieder finden. Gib mir mal eine Pflanzenkundeprobe, damit du dann eben auch die gefährlichen Pflanzen tatsächlich eben auch von den ungefährlichen unterscheiden kannst. Ja, Serpentilio hat das in seinem Labor schon festgestellt. Auch die Algen machen dir Sorgen, würdest du meinen. Aber nur Chuchu kann riesig sein und den jetzt und hier wegzuschneiden macht sicherlich nicht so viel Sinn. Du weißt auch nicht, wie alt dieser Dämon ist. Du müsstest tatsächlich dort ansetzen, wo die Hörner dann zu finden wären. Und die habt ihr noch nicht gefunden. Ja, alles klar. Das dachte ich mir fast schon. Aber wie gesagt, es gibt ja auch andere Pflanzen, die profan gefährlich sind, wie Effortmoos und andere Sachen. Und die würde ich halt versuchen, möglichst zu vermeiden, beziehungsweise auch den anderen dann immer wieder Hinweise zu geben. Oh, Achtung, nicht da reintreten. Haltet ein bisschen Abstand. Hier geht's lang. Kommt schon. Immer weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Ja, ihr könnt euch dem göttlichen Zeichen, das Rafim wohl ausgelöst hat, anschließend folgen, wieder durch die Ruinen, durch die Hölzer und durch die eingestürzten Straßen über euch, die drückenden Straßen von dem aktuellen Perikum, wo trotz der Stunde wohl immer noch irgendwelche Wagen herumrattern oder irgendwelche Stimmen gedämpft werden durch irgendwelche Keller oder so, die sich da befinden. Könnt ihr folgen, bis ihr an eine Spur kommt. Zunächst dachtet ihr, das ist wieder irgendwie ein Wassergraben, aber das sieht aus wie Rinn. Rinn von einem großen Wagen und sie blitzen, als würden kleine Funken darauf hin und her tanzen. Eine lange Wagenspur. Könnt ihr sagen, Legenden würfeln, was diese Spuren sein könnten? Selbstverständlich sagen und Legenden. Den wir in einem Hippodrom. Das ist kein Hippodrom, nee. Ich hab nicht auch an der Stelle.
Ich habe besondere Bezüge zur Rondra-Kirche. Bringen mir die hier irgendwas? Ja, wenn du... Du hast aber guten Ruf, ne? Genau, ja, ich habe jetzt keine... Ich gebe dir 3 Punkte Erleichterung. Also die Hälfte vom guten Ruf, die könnt ihr euch alle einschreiben. Aber wir hätten auch Bade werden können. Aber Abelmir, du kennst selbstverständlich deine alten Geschichten, also... Gut, alles, was mit dem Bosporanischen Reich zu tun hat, das ist natürlich alles das Horasreich und das Mittelreich von Gare ist natürlich, das ist ein Kretin, würdest du sagen. Das hier müssen die Wagenspuren von Rondra da selbst sein, die mit ihrem Donnersturm vor den damals noch stehenden, War es nicht Leoma? Ja. Wem hat sie den Donnersturm gegeben? Wem gehört der Donnersturm? Ja, er gehört Rondra, aber Leoma hat, glaube ich, die Posaunen geblasen auf dem Donnersturm, glaube ich. Genau, aber es ist Rondras Donnersturm. Okay. Blitzen, also du kannst da wenig Wasser erkennen. Es ist aber wohl nicht das Wasser, was blitzt, sondern auch wenn sie dann durch den Stein gerollt ist, selbst die Steine haben wohl immer noch nach über 1500 Jahren Funken, die darin hin und her blitzen. Seht ihr, das sind die Überreste des göttlichen Wunders, des Leomars. Rondra schenkte ihm dieses Wunder, um die Mauern dieser verruchten Stadt einstürzen zu lassen. Nun ja, es ist schon ein prachtvolles Gefährt gewesen, nicht wahr? Es ist Rondras Stromwagen. Damit ziehen sie bei jedem Gewitter durch die Sphären. Ja, und von Zwergen geschmiedet. Ich glaube nicht, dass sich Rondra von Zwergen irgendwas spielen lässt. Natürlich, wir sind die besten Schmiede, die es gibt. Sie ist eine Göttin. Wenn sie etwas will, dann geht sie direkt zu ihrem Bruder. Ja, für Angosch haben wir es geschmiedet. Er hat uns darum gebeten, Das ist doch wieder so eine Zwergengeschichte, nicht wahr? Von Raya hat sie die Rappen bekommen, die den Donnersturm ziehen. Astaran, Thora, Ronna und Zyrtach. Warum müssen Zwerge hier mal die Geschichte verdrehen? Zu ihren Wunschen. Wieso? Wünschen. Das ist nicht verdrehen. Es war wirklich so. Wir haben Wen interessiert es denn jetzt noch, wer vor 1000 Jahren was geschmiedet hat? Nun, viele Leute. Aber mir interessiert es zum Beispiel. Nun, hilft es uns jetzt gerade weiter? Nein, nicht wirklich. Und konzentriert euch vielleicht darauf, dass wir technisch gesehen in feindlichem Territorium unterwegs sind. Aber wir stehen hier vor einem göttlichen Wunder. Feindliches Territorium. Wir können zurückkommen, wenn die Bakterien Asche sind. Rondra wird uns leiten. Macht euch keine Sorgen. Habt ein bisschen mehr Göttervertrauen, Serpentilio. Naja, aber Serpentilio hat recht. Der Mitleidlose ist ungeduldig und wartet auf sein Opfer. Und das soll er bekommen, aber jetzt nehmt euch doch mal die 2-3 Minuten Zeit, um das Ganze auf euch wirken zu lassen. Wisst ihr, was hier geschehen ist? Scheinbar hat niemand außer Abelmir auch nur den Hauch einer Ahnung, vor was wir hier stehen. Es interessiert mich einfach nicht. Wir reden hier auf Kretans ein. Ja, definitiv. Ich bin wie immer schockiert. Ja, sie haben keinen Gesinn für Geschichte und Vergangenheit und Zukunft. Und Kultur. Und überhaupt von jeder wichtigen Sache, die unsere Gesellschaften ausmachen. Die Zukunft, Abelmir, ist das, was ihr daraus macht. Und die Vergangenheit nicht mehr wert als das, was man von ihr rauben kann. Seht ihr, genau diese Aussage habe ich von euch erwartet. Wer die Vergangenheit nicht versteht, ist verdammt dazu, die Fehler zu wiederholen. Brüder, der Mitleidlose erwartet sein Opfer. Und es ist ihm egal, wo wir dieses Opfer finden. Nur, dass wir es finden. Also weiter. Sag ich doch, fortwärts. Ja, während ihr weitergeht, könnt ihr wohl an einer der Wände ein nachtblaues Kreidesymbol entdecken. Da hat wohl jemand vor euch schon andere Zeichen hinterlassen. Erstmal wegwischen. Das lasse ich den Dämonologen machen. Ja, dann wissen wir, Idiotencheck, dass kein Zauberzeichen ist, und dann erstmal wegwischen. Dann können wir dieser Spur doch folgen. Nee, sicher doch. Wir wollen nur nicht, dass irgendjemand anders hier zurückfolgt.